Ein KLS, der funktioniert ganz einfach. Und außerdem macht er ja wirklich keinen Krach. Er ordnet die Arzneien unter einem Dach. So spart die Apotheke ganz viel Schubfach. Der KLS, der bietet mehr Folgen schwer, ja, der muss her. Ich berechne abends heimlich gleich die Fläche und frage mich, ob ich die Wand durchbreche und dann den Steuerfritzen widerspreche. Wenn er mal wieder fragt, wer zahlt die Zeche? Der KLS lagert allerlei, praktisch und auch störungsfrei. Mit KLS kann jeder profitieren, sich im Marketing bei Kunden profilieren. Die Investition wird sich rentieren. Drum ist die Zeit zum Automatisieren. Ich bin dabei, ich mache mit. Ja, das wird ein Riesenhit. Die Mitarbeiter kriegen gleich die Krise. Angst kommt auf, denn wie sollen sie denn diese lange Pause im Gespräch denn nun gestalten? Sie müssten sich ganz anders ja verhalten. Beratung ist das Zauberwort. Die gibt's gratis ab sofort. Pharmazeutisch kann man jetzt gleich alles klären. Dann den Warenkorb noch zu vermehren, mit Zusatzangeboten aus der Sichtwahl. Ja, so betreut man seine Kunden genial. Mit KLS, da macht es Spaß und für den Verkauf, da bringt es was. Auch weitere Möglichkeiten kann ich nutzen und damit meine Kunden schnell verdutzen. Ich drück die Taste P, dann kommt von hinten ein Prosecco mit Baguette und feinem Schinken. Ja, so viel Lebensfreude bringt der Automat geschwind. Und gehe ich in Jahren in die Rente, der KLS wird Haushaltskomponente. Lagere Nudeln, Reis und auch noch die Getränke. So erleichtere so mein Dolce Far Niente. Ein Automat bringt Lebensglück zu jeder Zeit ganz schnell zurück. Selbst im Himmel gibt's die KLS-Maschinen, die dort wunderschöne Engelein bedienen. Mit den Gängen von 4000 Violinen liegen da die Apotheker in Vitrinen. Ach, Petrus findet ihn ganz kess, den Automat KLS. Dankeschön, einen schönen guten Abend.